Hallo, ich bin Katrin Pietschmann von der DRK Kita Einbeckhausen. Unser Angebot ist heute, die Idee mit Ihren Kindern ein kleines Kräuterbeet anzulegen. Wir haben handelsübliche Kräuter gekauft, die Sie in jedem Supermarkt bekommen. Wichtig dabei ist, dass es Kräuter sind oder Pflanzen sind, die schnell wachsen, damit die Kinder auch ganz schnell einen Erfolg sehen. Wir haben hier mit Zahnstochern oder mit kleinen Holzstäbchen mit den Kindern vorbereitet, welche Kräuter auf welcher Reihe eingesät wurden, damit die Kinder gut verfolgen können, welche Pflanzen zuerst wachsen, welche länger brauchen. Und dann können die Kinder sehr gut mit ihnen gemeinsam die Wachstumsphasen beobachten. Wir haben ein kleines Kräuterbuch mit den Kindern angelegt. Das heißt, dass die gleichen Kräuter, die in dem Setzkasten sind, auch hier nochmal aufgezeichnet sind, auch nochmal genau, wofür man die Kräuter auch benutzen kann. Eine weitere Idee von uns wäre, dass Sie mit den Kindern ein kleines Tagebuch führen, wann wo sind welche Pflanzen zuerst gekeimt, welche kommen zuerst, welche später, wie sehen die Keimlinge aus, damit die Kinder dann auch in den Vergleich gehen können. Man kann auch das Datum daneben setzen, damit man, wenn die Pflanzen dann alle gewachsen sind, zu entscheiden, welche sind besser, welche sind schneller, welche sind langsamer, welche sehen wie aus. Und dann auch in ihre Seiten, wenn die Kinder noch was reinmalen möchten oder eine Bemerkung dazu schreiben möchten. Ich glaube, das wird Ihnen, den Kindern, ganz viel Spaß machen. Es ist auch ein Angebot, das über längere Zeit dann mit den Kindern durchgeführt werden kann. Und das Allerbeste ist, am Ende können Sie dann mit den Kindern noch ganz leckere Gerichte zubereiten. Guten Appetit, viel Spaß dabei!